Krankenschwestern. Die holen mich ab. Ach, Frau Lose, ich hab ja gar nicht gewusst, dass Ihr Mann zu Hause ist. Willst du guten Tag sagen? Nö, ich bleibe hier liegen, ganz still und friedlich. Kaffee ist in der Thermosflasche, Wurstbrote sind im Kühlschrank. Hast du gehört? Ich habe es gehört. Guten Tag, Frau Mieke. Guten Tag, Frau Lose. Frau Lose, ich wusste ja gar nicht, dass Ihr Mann zu Hause ist. Tag, Frau Mielke. Nett, dass Sie wieder mal bei uns. Sind Sie krank? Mein Mann hat sich nur ein bisschen hingelegt. Haben sich mal ein paar Tage freigenommen. Das ist sehr vernünftig. Das stimmt nicht ganz, Frau Mielke. Ich bin im Ruhestand. Ach, Brigitte, Herr Lose ist im Ruhestand. Das wussten wir ja gar nicht. Warum kommen Sie denn nicht mit, Herr Lose? Ja, warum soll er denn nicht einfach mitkommen? Nein, nein, wir sind doch wir brauchen doch mehr Männer für unsere Kulturveranstaltung. Ich habe ja für Frau Wilbrink kommen. Etwas kann doch mitkommen. Das ist wirklich sehr liebenswürdig, aber meine Frau meinte, ich sollte mal... Mein Mann interessiert sich nicht für Dichterlesung. Das ist ja ganz was Neues. Wir haben doch besprochen, dass du mal gemütlich zu Hause bleiben wolltest. Na, das kann er ja nun immer noch, Herr Lose. Na, dann ziehe ich mir schnell was über. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum zweiten Mal in diesem Jahr haben wir uns heute zu einer Veranstaltung unseres kleinen Kulturkreises zusammengefunden. Der heutige Nachmittag ist der Gegenwartsliteratur gewidmet. Es ist ein großes Glück, dass sich der bedeutendste Vertreter, lebende Vertreter, der bedeutendste, lebendste, also noch lebendige Vertreter moderner Lyrik bereitgefunden hat, hier bei uns aus seinem Werk zu lesen. Ein Mann, der Literaturgeschichte gemacht hat, ein Name, der rund um den Erdball zum Begriff geworden ist. Lothar Frohlein. Frohwein. Frohwein. Zu Beginn werde ich 22 Gedichte aus dem Zyklus Abschied lesen. Dann etwas lauter, bitte. Dann 8 Balladen aus meiner frühen Schaffensperiode, gefolgt von der Sonettensammlung Die 12 Monate. Hierauf 3 Kapitel aus dem Roman Pädokles und zum Schluss ein Trauerspiel in 3 Akten mit dem Titel Goethe in Halberstadt. Dann haben wir Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Melusine. Mir hilft da immer ein Stück Zucker. Er sollte einfach die Luft anhalten. Was meinen Sie? Oder erschrecken. Man müsste ihn erschrecken. Oder was fragen, was ihn ablenkt. Psst. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Heinrich. Was haben Sie gestern Abend gegessen? Kohlrabi. Gedünsteter Kohlrabi mit Fischstäbchen und Remouladensoße.
Melusine. Krawel, Krawel, taub trüber Ginst am Musenhain, trüb tauber Hain am Musenginst. Krawel, Krawel.